Sie ist eine Selige für unsere Zeit, die uns zeigt, wie man als Frau und Christin sich einbringt in Kirche und Gesellschaft. Sie zwingt uns zum Nachdenken und sie zwingt uns und erweckt uns vor allem zum Handeln an, was Christsein heute bedeutet. Und sie ist, glaube ich, eine Selige, wie schon gesagt worden ist, zum Anfassen. Wie wir gehört haben, als erste christlich-soziale weibliche Abgeordnete im österreichischen Parlament, als Gründerin der Caritas Socialis und Sozialpionierin. Kraft für ihren Einsatz schöpfte sie aus dem Glauben. Als Mitglied im Wiener Gemeinderat und erste Frau auf christlich-sozialer Seite im österreichischen Parlament überwand sie um der Sache willen Parteigrenzen und ermutigte die damals erstmals wählenden Frauen, ihr politisches Gewicht verantwortungsvoll zu nutzen. Der heilige Franziskus soll gesagt haben, verkündet allen das Evangelium, wenn notwendig mit Worten. Sie hat vor allem mit der Tat das Evangelium verkündet. Und offensichtlich meinte Franziskus, dass das die normale Form ist, wie das Evangelium verkündet werden soll. Nach reichlicher Sammlung von Zeugnissen, Befragung von Zeugen, wir haben das alles erlebt im Diözesanprozess, kommt dann ein drittes Element, das für viele ein Element der Überraschung ist oder sagen wir des Wunders. Es geht nämlich um die Frage des Wunders. Es gibt keine Seligsprechung ohne ein Wunder. Das Ganze geht dann nach Rom an die Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen und dort wird das Ganze einer äußerst langwierigen, wir wissen, langwierigen und sehr strengen Prüfung unterzogen. Aber die Theologen haben Schwierigkeiten gemacht. Die Theologen haben gesagt, man ist nicht sicher, ist das wirklich auf Fürsprache von Hildegard Burian geschehen? Ist sozusagen die Zielrichtung dieser Fürbitte wirklich diese gewesen? Darum halte ich es für so richtig und so wichtig, dass es ohne ein bezeugtes, gut überprüftes Wunder eben keine Selig- und Heiligsprechung gibt. Und sollte Hildegard Burian einmal heilig gesprochen werden, wird es noch ein Wunder bedürfen. Für die nächste Etappe braucht es noch einmal eine Unterschrift des Himmels. Man kann sagen, das ist ein bisschen sehr formal gedacht. Ich glaube, dahinter steckt aber ein sehr tiefes Gespür dafür, dass dieses Sacrum Commercium, dieser heilige Austausch zwischen Himmel und Erde, der muss gut funktionieren und solid begründet sein.